11.09. Das geht jetzt langsam hier vorbei, nähert sich dem Ende. Wie finden Sie es? Wie hat sich entwickelt, der Wahlkampf in Brandenburg? Großartig. Also ich bin jetzt das dritte Mal heute in Brandenburg. Kommen noch eins dazu. Die Stimmung steigt. Also man merkt nach der Wahl in Sachsen und Thüringen, dass die Brandenburger nochmal richtig Gas geben. Gestern in Großkörres war schon, also da war schon richtig, das feuerte. Okay. Und das war ja heute Volksfestatmosphäre. Das war fast wie im Rockkonzert. Ja. Also die Leute wissen, sie sehen nach Sachsen, wenn sie richtig wählen, können sie im Land was verändern. Und das befeuert sie. Und es war großartig. Wie sehen Sie die Wahl in Thüringen? Wenn wir unsere Demokratie sehen, das ist für mich ein Demokratieverständnis, dass die stärkste Partei, erstens den Ministerpräsidenten weltweit eigentlich, hier bei uns in Deutschland ist es nur der gute Ton, wie man so schön sagt. Das ist eigentlich die repräsentative Demokratie. Wir stellen uns eigentlich unter wirklicher Demokratie was anderes vor. Ja, es wird halt immer klarer, dass die Leute, die von Demokratie reden, Demokratie nicht im Sinn haben. Das Schöne ist ja, sie mittlerweile offen die Verfassung brechen wollen. Also nach der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags hat die AfD Anspruch auf den Landtagspräsidenten. Und die CDU erklärt offen, wir wollen das verhindern. Nach der Thüringer Verfassung muss der Verfassungsschutz durch ein Kontrollorgan des Landtags überprüft werden. Das besetzt man aber nicht, weil dann die AfD drin wäre. Das heißt, diese Leute behaupten, dass sie die Verfassung schützen, indem sie die Verfassung brechen. Dass sie die Demokratie schützen, indem sie die Demokratie missachten. Und das ist mittlerweile so offensichtlich und so dummdreist, dass ich glaube, dass immer mehr Leute aufwachen und sagen, das haben wir uns aber anders gedacht, oder? Das ist richtig, das stimmt allerdings. Wir hatten in Deutschland noch nie, oder doch in Ländern schon, die absolute Mehrheit. Nun haben wir auch aus Ihrer Partei gehört, dass die absolute Mehrheit eigentlich ja nicht so gut ist, denn dann könnte man den anderen nicht kontrollieren, dann könnte man nicht koalieren. Von mir haben Sie das nicht gehört. Von mir? Nee, von Ihnen nicht. Also wie finden Sie das? Ich bin dafür, dass die AfD die absolute Mehrheit hat. Ja, okay, natürlich. Super. Dann hatten wir im Bürgerdialog in Sachsen irgendwo gehört, da haben Sie ein Statement abgegeben zur Politikerhaftung, dass das eigentlich nicht schwer ist. Wissen Sie warum? Viele Ideen klingen gut, aber lassen sich schwer umsetzen. Stellen Sie sich mal vor, wir kommen an die Regierung und machen mit dem Klimaschwindel Schluss. Und dann klagt einer und sagt aber, das gefährdet die Zukunft wegen des Klimawandels. Und dann finden Sie irgendeinen linken Richter, der sagt, so ist das. Die Wahrheit ist, das Volk muss entscheiden. So. Und wenn das Volk sagt, wir lassen den Habeck weiter regieren, dann können wir nicht anderen mit Richtern kommen und sagen, wir machen den haftbar. Umgekehrt, wenn das Volk sagt, was hoffentlich passiert, die AfD regiert, wir machen mit dem Klimaschwindel Schluss, dann kann ich der Habeck zu Gericht gehen und uns bestrafen. Das Problem mit der Regierung ist, die Chance, die das Volk hat, ist, wählt die Typen ab. Das ist eine hohe Strafe. Aber zu glauben, dass Richter das ausbügeln, was die Mehrheit nicht hinkriegt, klingt fantastisch. Es funktioniert nicht. Und ich schlage halt immer Dinge vor, die funktionieren. Das ist vielleicht manchmal nicht ganz so radikal, wie man sich das heimlich wünscht. Aber dafür habe ich einen Vorteil. Wer mit mir unterwegs ist, der kriegt Lösungen, die man auch umsetzen kann. Okay. Wie wäre Ihre konkrete Lösung für unser Land? Dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und die Menschen vielleicht ein bisschen mitentscheiden zu lassen? Die Politiker machen ein bisschen was. Das Entscheidende ist, es muss von den Leuten kommen. Das heißt, es muss wieder einer sagen, meiner Heimat, ich gründe ein Unternehmen. Ich kenne viele Leute, die überlegen, ein Unternehmen zu gründen. Keiner überlegt in Deutschland, sondern alle fragen mich, wo sind denn gute Bedingungen, wo ist das Steuerrecht günstig? Keiner sagt, ich mache es in Deutschland. Dieses Land ist wie unter einer Grabplatte. Und ich fresse ja nun immer Statistiken und dann sehe ich, Produktivität seit 2009 nicht gestiegen. Der Wert unserer Immobilien, unserer Industriebeteiligung, er sinkt im Vergleich zu anderen. Wir müssen eigentlich diese Fesseln, die dieses Land sich selbst auferlegt hat, lösen. Ich möchte nicht, dass Politiker Probleme lösen, sondern ich möchte, dass die Menschen wieder frei und hoffnungsvoll und kämpferisch sind, dass sie anfangen, das Ding in die Hände zu nehmen. Und dazu müssen wir Freiheit geben und wir müssen so ein paar Dinge einfach beenden. Green Deal weg, Klimaschwindel weg, Grenzen dicht, Remigration eines Großteils der Leute, die Merkel ins Land gerufen hat und die jetzt weiterkommen. Das ist das Entscheidende. Und dann haben die Leute wieder Leuchten in den Augen und sagen, wir machen los, gründen Unternehmen, gründen Familie, haben Kinder, weiter geht's. Das ist das Punkt. Also die Befreiung der Menschen und das Ziel, wieder an sich selbst zu glauben. Deshalb war meine Botschaft heute an die ganz vielen jungen Leuten, liebt euch selbst, entdeckt, wer ihr seid und liebt euch. Positive Botschaft und an die Kraft glauben. Da gehe ich vollkommen mit, definitiv. Wenn wir so weitermachen wie bisher und wir oder Sie schaffen das nicht, wie sehen Sie, und jetzt kommt die kritische Frage vielleicht, die Agenda 2030 steht immer noch im Raum.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Ist da was dran? Könnte da was dran sein, wenn die da so weitermachen? Ja, wenn wir das nicht schaffen, ist hier zick. Also wenn wir die Grenzen nicht durchkriegen, wenn wir weiterhin 300.000 pro Jahr reinkommen, ja, wenn die Geburtenrate unter 1 geht, dann ist 2040 zick. Dann sagen, Sie sind jetzt bei 1,6. Neulich so bei 1,4. 1,4, 1,46. Also geht weiter runter. Wenn wir unter, also wir landen bis Ende des Jahrzehnts unter 1, wenn das sich fortsetzt, ja, und das Ding hier geflutet wird, dann geht es wirklich darum, dass man sich irgendwo in Ostdeutschland Landgegenden aussucht, wo man Gegenwelten aufbaut. Weil das, dann ist das Land, wie wir es kennen, zick. Okay. Meine einzige Frage ist eigentlich bezüglich der Souveränität unseres Landes. Ja. Die EU schränkt uns doch ganz schön massiv ein. Was können wir dagegen tun? Ja, nur austreten. Das ist aber schwierig, weil man natürlich sagen muss, also dass die EU uns massiv schadet, Souveränität einschränkt, völlig klar. Das Problem ist, wenn wir keine Alternativlösung haben und wir machen nur Nationalstaaten, dann würden die anderen EU-Länder so kleine Bündnisse machen und Zölle gegen deutsche Produkte und Schikanen. Also EWG, das heißt, wir früher kommen nur raus, wenn wir eine Alternative haben, wo auch die anderen mitmachen wollen. Und da müssen wir dran arbeiten, weil zurzeit sagen viele andere, naja, wir haben ja sowas wie die EWG, aber wir kriegen noch Geld von den Deutschen. Ja. Und jetzt kommen wir und sagen, es bleibt so, aber Geld kriegt er nicht mehr. Das heißt, er macht ihn nicht mit. Insofern brauchen wir auch neue Länder im Club, die sagen, wir wollen gar kein Geld von euch, wir wollen aber vielleicht eine Wirtschaftsgemeinschaft. Insofern habe ich dafür gesorgt, dass in dem Europawahlprogramm drin stand, wir wollen einen Bund europäischer souveräner Staaten haben, um zu zeigen, es muss was Neues kommen. Aber das war jetzt erstmal nur ein Schlagwort. Also wir müssen eigentlich bis zur nächsten Europawahl ein fertiges Konzept haben, was wir anstelle die EU setzen wollen. Und ich meine, die Richtung ist klar. Keine politische Bevormundung. Schluss mit der linken Umerziehung, Schluss mit Green Deal, aber keine Zölle, freier Handel, Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen auszutauschen, damit der Wohlstand erhalten bleibt. Da müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Auch die AfD hat noch Hausaufgaben zu machen. Also nicht das, was die Volta letztendlich fordert, die Kleinpartei, die sagen hier Vereinigte Staaten von Europa. Himmels Willen, das ist genau das Gegenteil, dann gibt es Deutschland nicht mehr. Also das ist die Auflösung Deutschlands in einem Superstaat und das heißt, euer Geld, euer Steuern, eure Sozialbeiträge, weg. Geopolitische Seen vielleicht die Seinstraße aufleben lassen, da hätten wir alle Partner an einem Tisch. Klar müssen wir natürlich gucken, wir sind zurzeit auch außerhalb der EU nicht so souverän, dass wir machen können, was wir wollen. Aber du hast natürlich in einem recht. Seidenstraße, Zentralasien, ist die Wachstumsregion. Wir haben einen traditionellen Partner über Jahrhunderte, der da mit uns super gern kooperieren würde, der uns auch helfen würde, die Migration in den Griff zu kriegen und zurückzuführen. Das ist die Türkei. Die Türkei wird stiefmütterlich behandelt. Wir müssen ganz klar machen, das deutsche und türkische Volk sind Brudervölker, von jeher gewesen. Es ist an der Zeit, nüchtern und mit Wohlwollen mit den Türken zu gucken. Und ich stelle eins fest, deren Feinde sind unsere Feinde, unsere Freunde sind deren Freunde. Insofern auch das, und da hast du es jetzt als erstes von mir gehört, Deutschland sollte sich um eine gute Beziehung zur Türkei bitten, weil das ist der Schlüssel für eine Alternative zur EU. Vielen Dank. Und das aus einem Mund von einem AfD-Politiker, von einem Europaparlamentarier. Dankeschön. Wie geht es in Europa weiter? Letzte Frage. So schlecht wie immer, völlige Stagnation, ja. Immer mehr Reguleien, immer mehr Beamtenstellen, also es wird immer deutlich, wir brauchen was komplett anderes. Sie sind im Parlament immer noch alleine als Partei? Ich bin offiziell alleine, aber ich habe viele Gäste, die immer mit mir reden wollen. Bei mir steht nichts still, ich habe eine gute Kaffeemaschine, Kühlschrank wird demnächst angeschlossen, also mach dich um mich keine Sorgen. Alles klar, vielen Dank, Herr Kahn. Schönen Abend noch, ciao. Danke.